Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ja, inzwischen glaube ich schon der 10. Teil sogar. Und ja, liegt zum einen dran, also wenn ich im Moment PC zocke, dann nur das, weil alles andere irgendwie gerade keinen Bock. Und ja, wir sind einfach hier deswegen auch direkt ohne, wo waren wir? Genau, das hier war alles ganz cool. Also wir haben einiges an Max verfügbar. Unsere Piloten, da sind zwar ein paar verletzt, aber wir haben trotzdem genug verfügbar, um jetzt hier Missionen zu machen. Wir haben ziemlich wenig Kohle und haben aber eine Menge an Aufträgen, die wir hier auf diesem Planeten machen können. Und genau das machen wir jetzt auch. 830 Tage bleiben noch. Also wir, ich habe keine Ahnung, so, ob das hier die Gesamtpunkte sind, die man erreichen kann oder so. Die wären sicherlich höher, wenn man, wobei hier Score Multiplier, wenn man das irgendwie noch höher hätte oder so. Wir hatten ja am Anfang dies und das eingestellt. Ich hatte ein paar Sachen genommen, die das hochsetzen. Also zum Beispiel, dass ein Mech zerstört ist, wenn der Center zerstört ist, wobei das ja physiologisch ist. Man hätte noch ein paar Sachen höher setzen können, aber keine Ahnung. So, wir haben halt hier dieses und jenes. Man könnte jetzt gucken, dass man zum Beispiel hier, was weiß ich hier, um das alles zu erreichen, genau immer diese Sachen macht. Also das ganze System aufdecken, also viel hin und her springen, die in den ganzen Klassen alles Mögliche machen und so. Was weiß ich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier for each unique chassis you earn points ist dann multiplied. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das dann hier das Maximum ist von dem, was wir momentan erreichen könnten, oder ob das das insgesamt Maximum ist, weil wenn das so wäre, dann sind wir ja schon relativ nah dran. Aber wie gesagt, keine Ahnung, das ist auch echt zweitrangig hier mit den Punkten. Wichtig ist, da steht nicht auf zu leicht, obwohl ihr ja seht, dass die KI manchmal wie Lappen spielen. Der Schwierigkeitsgrad regelt sich eher dadurch, dass dann halt viele Gegner sind oder übermächtige Gegner oder was auch immer. Naja, auf jeden Fall, wir zocken wieder eine Runde, machen hier einfach mal weiter. Eigentlich sollten wir mal so langsam auf Kohle gucken, sage ich irgendwie jedes Mal, aber ich habe gerne hier dieses Dreier-Ding, weil ich in der Lage sein will, einen kompletten Mech zu looten, wenn was Geiles kommt. Also es gibt nichts Ärgerliches, als wenn das jetzt hier so steht, wir zum Beispiel jetzt tatsächlich einen Stalker oder sowas kriegen könnten. Und ja, dann kriegen wir den nicht, weil wir nur zwei Teile looten und uns die KI dann irgend so eine Scheiße zuteilt noch. Deswegen stelle ich das lieber so hin. Trotz allem müsste man irgendwie mal ein, zwei Missionen machen, wo wir voll auf Kohle gehen. Weil so lohnt es sich auch, wenn man jetzt Sekundärziele macht und man kriegt dann zum Beispiel 20% mehr Bezahlung oder so. Dann ist das hier natürlich schon geiler als bei sowas. Aber okay, wir machen das einfach mal trotzdem nochmal so. Ich lasse auch die Piloten alle so, wie wir es beim letzten Mal hatten. Wir sind wieder in so einer Stadtumgebung, einfach nur Battle. Los geht's. Black Knight war ziemlich geil, weil einfach viele Waffen und auch hitzetechnisch okay. Gucken wir mal, auf was wir jetzt so stoßen. Was da oben gerade als Tipp stand, Prioritätsmissionen akzeptieren, damit man in der Story auch nach vorne kommt. Kein Plan. So, ob das hier bei der Karriere überhaupt zählt. Also Flashpoints gibt es, das müssen wir auch früher oder später nochmal spielen, möchte ich aber erst dann angehen, wenn wir hier wirklich gut aufgestellt sind mit Max, genug haben und genug starke Max auch haben, weil man dann nämlich, meine ich, zwischen den Missionen nicht reparieren kann, sondern die sofort alle nacheinander spielen muss. Und ja, da sollte man halt auch entsprechend für vorbereitet sein. Hier stand als Umgebung, glaube ich, Urban. Das heißt, wir kämpfen noch mal innerhalb von so einer Stadt. Was ganz cool aussieht, finde ich. Und was auch tatsächlich von der Art und Weise des Spielens ein bisschen anders ist als auf offenem Feld. Es gab bei Battletech, also in dem Tabletop, gab es mal eine Erweiterung Citytech, wo sich vor allem alles darum gedreht hat, dass man halt, also da wurden Straßen und Ähnliches eingeführt, dass man mit Gebäude und in einer Umgebung spielt, wo mehr, hier wieder die geilen Droppods, wo die Mechs hier voll eingeschlagen sind, aber ohne Schaden einfach da sind. Naja, wir sollen eine Piratenlanze kaputt machen. Wahrscheinlich sind da sogar mehr als eine Lanze. Aber gucken wir mal. Nee, auf jeden Fall ist das Zocken hier ein bisschen anders. Ihr hattet es vielleicht... Ja, da sind schon die Verstärkungen.
Ihr hattet es vielleicht beim letzten Mal gesehen, dass da durchaus mal Sachen immer abgewichen sind im Gebäude. Von der Deckung ist das hier was ganz anderes als auf offenem Feld, also von den Sichtbereichen und so. Sprungmechs sind hier super geil im Vorteil. Close Combat, also Waffen für Nahkampf sind hier ziemlich gut oder für geringe Reichweite. Andersrum sind LSR natürlich auch geil, weil ich zum Beispiel jetzt, wenn ich hier so einen Raketenmech, das Katapult Zephyr leider immer noch nicht fertig, hier hinten hinstellen würde, keine Ahnung, hier hin, habe aber trotzdem mit den anderen Sicht und schieße einfach die ganze Zeit die LSR immer von da hinten. Wäre das schon geil. Ich warte erstmal ab, ich lasse die alle ziehen. 75 Tonnen, habe ich das richtig gesehen? Jo. Okay, und mal gucken, was davon recht. Also das hier ist natürlich jetzt eher Quatsch. Vindicator, okay, 75 Tonnen Mech. Mal gucken, was von da noch kommt. Aber da die von rechts kommen, werden wir uns erstmal weiter nach links orientieren. Jetzt muss ich allerdings gucken. Hier stehe ich eigentlich ziemlich scheiße. Mache ich aber trotzdem. Wir gehen voll auf den Vindicator. Dann werde ich auch gucken, dass ich hier links rumgehe. Vielleicht diese Gebäude, die rechts waren, beziehungsweise hier mittig, dass die dann zwischen uns und dem Dropship liegen. Mal gucken, ob sich das alles so ausgeht oder ob wir jetzt hier gleich direkt schon in der nächsten Runde das Dropship haben. Und dann haben wir die sofort in unserer Seite und haben das Gebäude nicht zwischen uns. Das ist der Archer. Klar. Sehr schön. Den haben wir schon mal weg. Er orientiert sich eher nach links, aber ich werde jetzt einmal alles hier reinballern, weil warum nicht? Kapellaner, okay. Ja, er sagt, das sieht aus wie laufende Beute, ja, ist klar. Genau, ich soll am besten jetzt alle direkt ejecten, die Max einfach hier stehen lassen, dann darf ich weiterleben. Ja, Affe, ich würde sagen, ich mache euch einfach alle fertig. Und nimm mir eure Max, Junge. Vor allem diesen 70-Tonner. Vielleicht ist ja ein Katafrakt. Das ist eigentlich ein Liao, also ein kapellanischer Mech. Kann aber natürlich alles Mögliche sein. Könnte auch ein Warhammer sein oder ein Archer. Gut, ich bleibe bei meinem Plan. Ich gehe erstmal hier links auf die Piraten-Max. Jo, tatsächlich noch ein Marodeur. Der wäre natürlich auch richtig geil noch als Beute. Ist der 3R, also Standard-Marodeur. Ich glaube, ich habe zwei Teile noch in Storage von der D-Variante. Der, den ich hier habe, kann sein, dass es auch ein D ist. Ne, ist sogar auch ein R. Hat der 3 PPK geschossen? Hat sich zumindest so angehört, aber... Ein Grasshopper haben die dabei, kein Katafrakt, okay. Nee, 2 PPK, 2 Medium AK-5. So wie ein Marodeur ist, komisch. Alles drauf. Ja, er steht hier ein bisschen schlecht. Könnte man sogar überlegen, ob man sprintet, damit man einfach die Gebäude dazwischen hat. Und das Feuer nicht einsteckt von denen allen. Mache ich, glaube ich, sogar auch. Na gut, dann steckten die jetzt halt ein, aber naja. Okay, auch die Kapellaner werden beschossen von anderen Piraten oder was? Ja, wie auch immer. Wir bringen einfach alle um. Und schnappen uns ordentlich was an Beute. Das wäre jetzt eine Mission. Da wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn ich die Beuteeinstellung noch höher gemacht hätte. Weil hier wird es wahrscheinlich ganz guten Loot geben gleich. Ah,
in den Rücken. Marauder jetzt als ersten bewegen, damit nicht der nächste da auch noch gleich in den Rücken schießt. Immer nach hier und drehen uns möglichst so. Wobei Rückentreffer immer noch möglich sind da. Sehr schön. Schade natürlich, dass der zerstört ist. Also nur potenziell ein Mech-Teil an Beute, aber das ist egal gerade. Wir müssen hier nämlich echt gucken. Genau, beschießt ihr euch alle gegenseitig. Wir müssen nämlich echt gucken, dass wir hier ganz gut durchkommen. Wir werden den Kommando noch als nächsten platt machen, dann gleich drehen und uns um die Kapellaner kümmern. Okay, ich werde dem Black Knight einmal so einen Precision Strike gönnen, damit einfach hier die Werte super geil sind. Das wird der Thunderbolt machen. LSR sekundär schießen lohnt eigentlich fast gar nicht. Ne, ich lasse weg. So, ich habe das erreicht, was ich wollte. Die linke Seite ist nämlich frei. Also sofern jetzt nicht da hinten noch irgendwas ist, was ich aber nicht glaube. So, und jetzt kann ich mich nämlich hier entsprechend hinstellen und anfangen, die Kapellaner zu beschießen. Tja, beide relativ hohe Evasion, also ich werde einen Precision Strike nehmen. Da nehme ich sogar, ne, ich nehme erst den Phoenix Hawk, weil die Spider macht mir nicht so wirklich Angst. Dem haben wir schon mal ganz gut einen mitgegeben. Spider steht da natürlich jetzt auch richtig gut für mich, schlecht für den Gegner. Dann gehen wir mit ihm auf die Spider, weil hier könnte ich ja noch die Small-Dinger mitschießen. Okay, gehen wir nach vorne, müssen uns nicht verstecken. Phoenix Hawk dürfte schon ziemlich fertig sein. Ready. Ja, dann werden wir den, denke ich, hiermit jetzt auch finishen können. Alles drauf. Jawohl. Kann ich mit dem Archer und dem Thunderbolt noch auf die Spider? Die werde ich wahrscheinlich auch ausschalten. Ah, da ist der Grasshopper. Ja, ich werde erst die Spider ausschalten, dann auf den Grasshopper gehen. Und mit dem muss ich halt die richtige Distanz finden wegen den LSR. Oder ich schieße einfach die LSR einmal nicht mit. Ja, machen wir es eher so. Ich habe genug Resolve, ich kann auch hier wieder Precision striken. Ich schieße die LSR trotzdem nicht mit, wegen der Hitze. Ist zwar alles noch nicht kritisch, aber das ist ein kleiner Mech. Und der Thunderbolt ist ja auch noch da. Schade, ich dachte, ich könnte da noch die LSR rüber schießen, aber ja. Torso zerstört, Pilot ausgeschaltet. Der Mech ist also komplett zur Beute. Ist aber halt leider nur eine Spider, die brauche ich nicht. Aber naja. Grasshopper springt immer höher. Sehr nett von ihm, dass er hier auf die Piraten-Spider geht.
Hat auch noch ein Gebäude eingerissen. So, ich werde natürlich jetzt voll auf den Grasshopper gehen. Ja, machen wir mal. Okay, let's go. Nehmen wieder Precision Strike und schießen alles. Ein Grasshopper hat ziemlich viel Panzerung. Und halt nur Energiewaffen bis auf die LSR-5. Was ihn einfach unheimlich tanky macht. Also der verpackt schon einiges. Tabletop wurde auch immer gerne mal gemacht, dass er sofort in der ersten Runde die LSR-Munition rausschmeißt oder man die gar nicht erst mitnimmt halt. Je nachdem, wie man sich da einigt und spielt. Weil wenn der keine LSR-Munition hat, ja, dann ist der so gut wie unzerstörbar. Also bis man den kaputt hat und da alles irgendwie runtergeschossen hat, dauert das. LSR-Munition halt dann eine Schwachstelle, weil die theoretisch, ich weiß nicht, wo die ist, linker Torso oder so vielleicht, keine Ahnung, weil die ja theoretisch explodieren kann. Aber wenn man das auch noch ausgeschaltet hat, also die das Potenzial weg hat, dass der explodiert, dann, ja, was soll ihm dann großartig passieren? Außer Kopftreffer, was das Ätzendste ist beim Grasshopper halt. Denn da bringt dir die tolle allgemeine Panzerung nämlich nichts. So, was mache ich? Ich starte mit dem Marauder, bleib einfach stehen und schieße direkt nochmal drauf. Das ist das, was ich meine, ne? Der hat jetzt schon unheimlich viel gefressen, aber es ist halt relativ egal. Also der ist immer noch, der hat immer noch ziemlich viel von seinen Waffen, das ist alles relativ Latte. Ah, Black Knight. Ne, den Archer würde ich ganz gerne. Genau. Rechte Torso weg, immer noch nicht im Sack. Er kippt um, okay. Der Pilot kriegt dadurch noch einen Schaden. Ich fände ja geil, wenn er jetzt, ne, ist er aber noch nicht, wenn er ausgeschaltet wäre, also der Pilot, und ich dann nämlich schön den Mac erbeuten könnte. Ja, es wird aber nichts, weil auch hier, er hat noch beide Beine, hat kaum noch Waffen. Okay, vielleicht gehe ich dann sogar eher hier schon mal auf die Spider. Ja, sogar mit einem Precision Strike werde ich die nämlich wahrscheinlich jetzt ausschalten können. Ja. Center zerstört, okay. Naja, gucken wir mal. Beutetechnisch. Sowas finde ich aber ganz lustig als Mission, also dass man halt wirklich gegen mehrere Fraktionen spielt und alle gehen voll ab. Das hier ist immer das Beste, keiner, also ich muss die Mechs nicht reparieren, weil es nur oberflächliche Schäden sind, also werden einfach nur wieder aufgepanzert. Das ist immer cool, er hat sogar wieder gar nichts abgekriegt. Die Piloten haben alle ein bisschen Erfahrung bekommen, keiner wurde verletzt, mega gut. So, und ihr seht das hier, eine mega lange Liste auch an potenzieller Beute. 3 Teile darf ich aussuchen, 12 insgesamt. So, ich nehme, geil, hier, ein Grasshopper-Teil. Dadurch habe ich nämlich einen vollständigen Grasshopper. Ich nehme einen Marauder-Teil, habe einen vollständigen Marauder. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und mit dem Rest gucke ich mal. Ich glaube, da waren keine besonderen Waffen bei, also nichts, wo ein Plus oder sowas bei ist. Dann nehme ich als dritten Teil noch hier Phoenix Hawk. Und den Rest lasse ich mir halt zufällig zuteilen. Habe sogar noch Mech-Teile gekriegt. Ein paar Waffen. Aber einen zweiten Marauder und den Grasshopper. Also damit haben wir jetzt schon, also wir haben wirklich die Creme de la Creme der schweren Mechs, sag ich mal gerade. Eine Warhammer wäre noch cool, einfach weil ich den gut finde. Aber wir haben jetzt richtig geile schwere Mechs. Wir können richtig fette schwere Lanzen aufstellen. Damit 2 Marauder, Grasshopper, richtig cool.
Und ja, wenn wir uns das in der MacBay mal hier ansehen, also wir haben Archer, super geil bei den Schwermechs, Black Knight ist mega, Thunderbolt ist cool, Marauder, das Katapult geil, Quickdraw nicht so. Ja, zweiten Marauder und den Grasshopper. Also da sind wir schon echt krass aufgestellt. Wir werden die jetzt auch erstmal bewaffnen. Natürlich machen wir den Grasshopper so, dass er keine LSR-5 hat. Ihr seht es mit der Panzerung. Der ist schon super krass aufgepanzert. Wir gehen aber trotzdem hier mal überall noch ein bisschen hoch. Ja, vielleicht. Ja, doch, komm, die halbe Tonne machen wir auch noch. So. So, und jetzt gucken wir mal. Der hat nämlich 7 Energiewaffenaufhängungen und 6 für Auxiliary Weapons. Da könnte man sogar überlegen, ob man auf MGs geht. Haben wir zwar doch wieder Munition drin, aber doch, ich glaube, das mache ich. Wir nehmen auch hier durchaus die besonderen Dinger mit. MG, MG, weil das bei dem Vulcan so super geklappt hat. Wobei der Vulcan auch dieses Sonderteil hatte, wodurch er mit den Waffen nämlich weiter schießt als normal, was ziemlich geil war. So, er kriegt auch locker eine, ja, wir geben ihm vielleicht sogar 2 Tonnen MG-Munition. So, dann, achso, er wird auf jeden Fall, bevor ich das nämlich vergesse, wird er die Jump Jets kriegen, weil er einfach, okay, mehr habe ich nicht. Ich brauche Heavy Jump Jets, muss ich mir also noch kaufen. Equipment, Jump Jet H. Mindestens 2. Ja, ich nehme auch erstmal nur die 2. Das ist für Ballistik. Ich hätte gerne noch eins wirklich für Energy Weapons. Jump Jet H. So, die wiegen natürlich auch mehr als die für die leichten Mechs. So, jetzt kann er springen, hat unheimlich viel Nahkampfwaffen, ist geil gepanzert. Und braucht jetzt natürlich noch normale Waffen. Man könnte überlegen, ob man jetzt einfach überall Medium Laser reinpackt und dann Heatsinks nimmt. Allerdings ein so ein Large Laser zu haben, ist jetzt auch nicht verkehrt. Wir gucken mal, wie sich das ausgeht. Plus 10 Damage, klar. Der kriegt hier die ganzen geilen Sachen auf jeden Fall. Das Accuracy und Crit. Sogar ein Center packen. Ich werde den Heat Exchanger jetzt einfach mal einbauen. Die Heat Bank kriegt er auch. Jetzt kriegt er natürlich noch weiter Medium Laser. Nehmen wir mal einfach 2 so normale in die Arme. So, aktuell hätte er 4 Medium, ein, nee, 5 Medium, ein Large und 7 MGs. Nee, 6 MGs. Was schon mal gar nicht so kacke ist. Also ich bin hier echt immer begeistert von den Nahkampfwaffen. Zum einen, weil die mitschießen, wenn man auch tatsächlich eine Nahkampfattacke macht, aber auch einfach, weil, also MGs machen halt keine Hitze. Rakete verzichten wir drauf. Jetzt die Frage, noch ein Heatsink und noch ein Laser. Also noch ein Laser mehr wäre natürlich schon geil. Ja, machen wir auch. Zack. Okay, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, alle Slots belegt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, genau. Wir haben 6 Medium Laser, einen Large Laser. Also haben alle 7 Energie-Slots belegt. Wir haben alle Auxiliary-Slots belegt. Oder Support Weapons, wie sie hier heißen. Und wir haben, ja, keine Rakete, aber also Arschlecken brauchen wir nicht. Wir werden dem noch einen Heatsink mehr geben. Können auch sogar, nee, den können wir nicht auch noch geben. Wir werden noch einen Heatsink mehr machen. Packen wir dahin. Heat Efficiency sieht ganz gut aus. Firepower ist natürlich phänomenal hier. Die Panzerung ist ziemlich geil. Also auf den habe ich ziemlich Bock. Dauert 10 Tage, den auszurüsten. Ich werde den aber gleich in dieser Taskleiste da nach oben setzen. Marauder machen wir auch noch. Fertig ist halt, wie gesagt, der 3R. Normalerweise hat der 2 PPK, 2 Medium Laser und eine AK-5. Immer Hitzeprobleme. Panzerung ist nicht überragend bei einem Marauder. Den werden wir uns ein bisschen anders ausstatten.
Man könnte über eine AKC nachdenken, man könnte Large Laser nehmen anstelle der PPK. PPK ist schon geil, aber macht halt auch viel Hitze. Okay, wir machen den mal eher wie ein Davion Marauder. Wir geben dem tatsächlich 2 PPK, 2 Medium Laser. Allerdings, jetzt weiche ich ab und jetzt werde ich dem Heatsinks, okay, wir müssen Heatsinks kaufen, Heatsinks geben. Es gab, glaube ich, auch irgendeine Taste, wo man direkt man hält und dann kann man eine Anzahl einstellen. STRG war es nicht. Shift? Nee, auch nicht. Halt? Nee. Ja, ich würde ja gerne mal direkt irgendwie, was weiß ich, 5 auf Rechtsklick? Nee, auch nicht. Scheiße, jetzt muss ich die echt alle hier einzeln kaufen? Ich meine, da gibt es eine Taste für. Weil zum Beispiel einfach mal so 20, 30 Heatsinks zu kaufen. Bei MechWarrior 5 sind Heatsinks am Anfang vor allem ein Problem, denn da kann man immer, da gibt es sowas nicht hier mit Unlimited. Bei Munition vielleicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da kann man, obwohl Heatsinks nicht unbedingt teuer sind, kann man da dann immer nur so, ja, hier kannst du 4 kaufen, da kannst du 4 kaufen. So ein Grasshopper, wo man vielleicht jetzt 8 Stück oder sowas mal durchaus reinpackt. Wenn einem so ein Mech dann ziemlich zerstört wird und man dann auf einmal 8 Heatsinks ersetzen muss und das bei mehreren Mechs oder so vielleicht noch, das ist am Anfang echt ein Problem. Deswegen kauft man alle Heatsinks, die man irgendwie kriegt. Okay, ich habe jetzt hier irgendwie 400.000 für Heatsinks ausgegeben, aber naja. So, hier zwei. Hier zwei. Hier wäre auch gut zu wissen, ob das stackt. Also wenn das stackt und man hätte jetzt zwei Marauder in der Lanze und man kriegt dann generell schon mal 20% weniger Schaden bei allen, wäre natürlich geil. Heat Efficiency steht immer noch super schlecht. Tja, machen wir weiter mit Heatsinks. Ich hätte ja trotzdem gerne noch eine AK oder irgendwas da drin. Ah, vielleicht auch nicht. Gehen wir einfach weiter auf Heatsinks und dann noch auf Panzerung. Einen nehmen wir noch. Zack. So, jetzt hat er nämlich super viele Heatsinks. Sollte aber eigentlich immer in der Lage sein, alle Waffen zu schießen. Und so ist die Idee beim W Marauder. Panzerung gefällt mir so allerdings nicht. Nee, ein Heatsink lasse ich weg und jetzt müssen wir weiter auf Panzern. Denn es gibt nichts Blöderes, finde ich, als einen schweren Mech, der dann nicht mehr wirklich kampffähig ist, weil Panzerung fehlt. Oder alle möglichen Bereiche dann schon offen sind und man dann sagt, jetzt stelle ich den lieber nach hinten oder jetzt kämpfe ich damit nicht mehr vernünftig. Das ist halt Kacke. Machen wir mal so. Könnte immer noch ein bisschen mehr sein, aber ist okay. So, das Katapult will ich endlich irgendwann mal fertig kriegen, aber auf jeden Fall wandert der Grasshopper nach oben und auch hier der zweite Marauder. Das ist ein bisschen doof gemacht hier, finde ich, dass man die nicht direkt schieben kann. Ne, kann man nämlich nicht. Das war von Anfang an doof. Warum die das nicht mal irgendwann verändert haben, gepatcht oder was auch immer, checke ich halt nicht. So, das wird dauern, bis die alle fertig sind. Ich werde auch nicht unbedingt vorspulen für die. Also werden wir die vielleicht erst auf dem nächsten Planeten haben. Mal gucken, wenn die Missionen nämlich hier so gut weitergehen, dass ich immer die gleichen Mechs einsetzen kann und die einfach nicht immer Reparatur brauchen, das ist natürlich geil. Aber das sehen wir dann. Mal kurz gucken hier. War ein Anruf. Okay. Werde ich vielleicht diesen Teil diesmal nicht so lange machen können. Haben wir diesmal ein bisschen mehr hier so Verwaltung. Oh mein Gott, hier, Bankrott ist vorhergesagt, weil ich nämlich das nächste Financial Report nicht mehr bezahlen kann. Ja, ist richtig. Deswegen sollten wir die nächste Mission vielleicht auch so machen, dass die voll auf Kohle geht und nicht auf Loot. Aber hier gibt es so viel Loot. Aber hier, Raiding Party. Okay, komm, eine schaffe ich vielleicht noch. Machen wir das, gehen voll auf Kohle. Lassen alles so, wie es war und starten direkt. Könnte knapp werden. Ich hoffe, dass ich da nicht unterbrechen muss. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Raiding Party. Wahrscheinlich müssen wir irgendeine Basis zerstören oder so. Ich habe mir wie immer die Mission hier einfach gar nicht durchgelesen. Habe ich natürlich, als ich die Kampagne und alles gemacht habe, immer gemacht. Weil ich sowas immer cool finde in Spielen. Okay, Destroy Enemy Units. Naja, alles klar, Junge. Können sie haben. Ich denke, dass wir ganz gut dafür ausgerüstet sind mit dieser Lanze. Ist ein Medium Mac. Na, wir warten ab. Hier wird jetzt noch nicht so viel gehen auf die Distanz, aber vielleicht kriegen wir ja einen schon in Sicht, so dass wir schießen können. Na, sieht aber nicht so aus. Okay, dann werden wir eher nochmal sprinten. Er nicht, er kriegt sogar so 3 Evasion und wird dann hier racen. Archer das gleiche. Okay, und mit ihm werde ich nochmal sprinten. So, 2 sind auf der 2, also haben die auf jeden Fall 2 schwere Mechs dabei. 2 schwere, 2 Medium, okay. Also so ein Quickdraw, den kriegt man ja relativ leicht kaputt. Also sollte jetzt nicht noch irgendwie Fettverstärkung kommen, ist das, glaube ich, ziemlich easy. Oh, Katapult ist natürlich kacke. Vor allem da oben drauf. Okay, ich glaube, damit wissen wir, was unser erstes Ziel ist. Ein Quickdraw sollte man eigentlich vorher ausschalten, weil er weniger aushält. Das Katapult geht mir mehr auf den Sack. Ich glaube, ich gehe trotzdem zuerst auf den Quickdraw. Ja. Machen wir erst den Quickdraw. Auch ziemlich geile Bewaffnung. Ich glaube daneben, das war ein Griffin. Das ist der Black Knight. Gehen wir mal hin. Wir haben echt so gut wie alle Missionen, also klar, ein bisschen gegen Piraten, aber so gut wie alle Missionen gegen die Taurier. Deswegen, dass die mich inzwischen irgendwie hassen, kann ich verstehen. Aber schade Pech, wa? Bam, den haben wir schon mal weg, sehr schön. Können wir nämlich jetzt mit dem letzten hier schon mal auf den... aufs Katapult gehen. Hier habe ich zwar nur ein Evasion, ist aber nicht so schlimm, weil ich noch Deckung durch den Wald habe und ich meine, es ist ein Thunderbolt, der hält sowieso ein bisschen was aus. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich stehe ganz gut, habe schon einen von den beiden Schweren weg. Greif, okay, hält ein bisschen was aus, hat aber nicht die überragende Bewaffnung, deswegen macht er mir gerade nicht so viel. Enforcer, auch geil. Ziemlich cooler Mech, also in allem. Ne? Beweglichkeit, Panzerung, Waffen, der ist schon echt ganz geil. Aber wir gehen jetzt erstmal aufs Katapult und rücken einfach weiter vor. Dadurch nehmen wir ihm vielleicht, gehen wir ein bisschen in seine Minimalreichweite. Katapult ist schon geil. Auch dieses Design finde ich super cool. Super cool. C1-Katapult wäre auch nochmal geil für Beute, weil ein C4, also der noch mehr auf LSR geht, den haben wir schon. So, und der Black Knight geht voll ran, damit er alle Waffen, inklusive den ganzen Kleinkram, hier feuern kann. Sogar LSR-Ammo explodiert. So, im Tabletop wäre der jetzt direkt raus, hier halt nicht. Schießen die LSR sekundär hier hinten hin. Wird jetzt noch nicht viel machen, aber was soll's. Okay, mit dem Archer gucken, dass ich mich so stelle, dass ich alles vernünftig... Ah, nee, muss ein bisschen weiter weg. Auch nur 65%. Hier ist ein guter Spot. Mega. Auch der wäre damit weg. Black Knight hat jetzt schon ein bisschen was eingesteckt. Okay,
Okay, und da ist jetzt auch der erste interne Schaden. Und was zerstört. Heißt, der braucht Reparatur, ist also für die nächste Mission wahrscheinlich nicht verfügbar. Das ist ziemlich doof. Okay, auch wenn es total unter Reichweite ist, schieße ich die trotzdem mit. Werden hier mal noch Vigilance nehmen. In die Richtung, wie der Black Knight ausgerüstet ist, geht jetzt quasi auch der Grasshopper, den wir erbeutet haben. Nee, ich suche wieder den... Nee, da kann ich, krieg den nur indirekt, das ist doof. Hier wäre gut. Okay, let's go. Archer ist noch komplett gepanzert, hat noch nichts abgekriegt. Mir wäre es sehr recht, wenn die jetzt auf den schießen würden. Weil er halt nur mit einem Evasion-Marker da steht. Sehr schön. Potenziell kann der Greif natürlich den hier recht easy in den Rücken schießen. Wäre vor allem beim Black Knight doof, weil der hat jetzt schon einiges gekriegt. Aber, naja, jetzt machen wir den kaputt. Deswegen geht es so einfach so dahin. Der hat gar nichts, der ist einfach stehen geblieben. Blöd, dass der Large Laser trotzdem daneben war. Der Archer sucht sich wieder genau hier den Sweet Spot, wo quasi ich hier genau aus der Mindestreichweite bin, aber trotzdem noch nah genug für diese ganzen Waffen. Hier unterlaufe ich zwar meine eigene Reichweite, kann die MGs aber noch mitschießen. Ja, da ist er weg. Ja, easy game, würde ich sagen. War tatsächlich nur diese eine Lanze. Deswegen auch in dem Fall gut, dass wir auf Kohle gegangen sind. Weil zum einen, also das Katapult C1 cool, aber der Rest nicht unbedingt jetzt für Beute. Jetzt haben wir so aber mal ganz gut Kohle. Das hier ist ein bisschen schade, dass ich den jetzt reparieren muss. Beute kriegen wir nur zugeteilt. Okay, hatte ich sogar 0,03. Okay, ich dachte, wäre 1,9 zumindest. Aber naja, weil ich hätte ganz gerne hier das einzelne Katapult-Ding gehabt. Aber ist jetzt nicht so tragisch. Ist alles okay. Ging ja vor allem erstmal um Kohlen. Denn jetzt ist dieser Bankrott-Zukunftsaussicht-Ding weg. Sollte. 1,5 Millionen oder so müssten wir jetzt haben. Ich könnte nach wie vor jetzt einfach ein paar Mechs verkaufen aus der Storage, vor allem weil ich die eh nie mehr einsetzen werde. Enforcer haben wir sogar jetzt komplett dadurch, genau, 1,7 Millionen. Bis wir nichts Besseres haben, bleibt der auch erstmal ready. Ja, den kann ich nicht einfach repairen, weil Teile kaputt gegangen sind. Repair und der Heatsink wird natürlich direkt ausgetauscht. Geht echt ziemlich in die Richtung wie der Grasshopper, nur ohne Sprungdüsen. Ein Tag nur, heißt, ich werde den auf jeden Fall in dieser Liste ganz nach oben setzen. Weil er einfach so ziemlich immer dabei sein sollte. Also ich denke, das ist jetzt gerade mit der stärkste Mech, den wir haben. Ah ne, ich werde den Enforcer rausschmeißen, weil brauche ich nicht. Wir haben inzwischen geile andere Mechs. Ich sage ja, wir haben hier einiges, was wir verticken könnten. Vielleicht verkaufe ich sogar tatsächlich mal ein, zwei, weil wir haben, also hier, keine Ahnung, hier drei Griffin. Brauchen wir nicht. Tun wir mal zwei weg. Drei Javelins. Tun wir auch mal zwei weg. Drei Jenner. Verkaufen wir mal ein. Locust werde ich niemals einsetzen. Kann man direkt verticken. So, und jetzt seht ihr da, wie die Kohle nämlich nach oben geht. Die Spider werde ich auch nie wieder einsetzen. Vulcans lassen wir mal, Wolverine auch. Hey, Javelins, ja eigentlich Quark, aber ja, komm, weg, Arschlicken. Zack, und den brauche ich auch nicht. Weil von leichten Mechs, da bin ich dann eher bei dem Vulkan oder Vulcan oder hier Firestarter, super geil. Weil der auch so schön viele Waffenaufhängungen hat, kann man auch komplett alles mit MG oder Small Laser vollpacken und hier noch Medium. Also das ist schon ziemlich fett.
Fire Javelin ist natürlich eigentlich geil, aber brauche ich auch nicht. Weg. So, jetzt haben wir einiges hier verkauft. Ich habe sogar zwei Enforcer in Storage. Kommando kann weg. So, die behalte ich einfach alle mal. Wir haben jetzt ordentlich was an Kohle. Da könnten wir sogar gucken, ob wir jetzt diesen anderen, wo war das, Equipment, hier diesen geilen Targeting-Computer holen. Mache ich auch. Den jetzt hier nicht. Wobei... Ach, was soll's. Was wir haben, haben wir. Jetzt ist die Kohle natürlich direkt wieder gut runter. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir haben immer noch Mechs, die wir verkaufen könnten. Wir sind relativ gut aufgestellt, was Piloten und eigene Mechs auch in der MacBay angeht. Und deswegen lassen wir das einfach erstmal so. So, wir leveln hier nochmal ein bisschen die Piloten weiter hoch. Wir haben ja einiges gesammelt an Erfahrungspunkten. So, hier muss ich kurz überlegen. Das hier, ach, das ist einfach, dass er sich bewegen kann nach dem Schießen. Nö, ist nicht so geil. Nehmen wir lieber das mit dem Breaching Shot. Weil hier und da ist das immer mal, dass man nur eine Waffe schießt auf ein Ziel. Und wenn man dem dann halt direkt die, also dem Gegner die Deckung dadurch nimmt, das ist doch ganz cool. Okay. Hier ist immer nur am Blinken, weil ja, es ist wenig Kohle, aber es ist okay. Wir haben ja auch noch einiges an Missionen hier, was wir machen können. Wir können auch durchaus sowas nochmal machen, wo wir voll auf Kohle gehen, anstatt auf Loot hier vielleicht oder so. Aber hier, guck mal, 627, da kann man gut Beute machen. Aber nicht mehr heute. Deswegen, wir lassen das jetzt erstmal alles so, wie es ist. Haben jetzt heute eine nicht ganz so lange Folge, aber auch okay, haben zwei Missionen gemacht. Sind ganz gut aufgestellt und wir gucken mal. Beim nächsten Mal kann durchaus sein, dass ich zwischendurch jetzt ein bisschen was mache, weiß ich noch nicht. Naja, für heute bin ich erstmal raus. Danke, dass ihr dabei seid. Natürlich auch gerne immer mal liken oder was weiß ich, aber wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.